Charlotte? Alex, hey. Hey. Jet meinte, dass du mich sehen willst. Ich wollte bloß wissen, wie es dir geht. Lenke mich ab. Ich habe versucht, mich ein wenig abzulenken. Ja, Ablenkung hilft. Und bei dir? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was du durchmachen musst. Ganz ehrlich, ich versuche, mich für Ethan zusammenzureißen. Ihm geht's schlecht. Er wirkt so distanziert. Gabe war im Prinzip wie sein Vater. Er verschließt sich. Das hat er noch nie getan. Egal, wie schwer es war. Zeig mir, dass du auch leidest. Er ist ein aufgeweckter Junge. Er weiß, wie sehr du leidest, auch wenn du versuchst, es zu verbergen. Anstatt zu versuchen, stark für ihn zu sein, wäre es vielleicht das Beste, wenn du ihm zeigen würdest, dass es okay ist, zu trauern. Das ist wirklich hilfreich, Alex. Danke. Ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass die einzige Person, die mir helfen könnte, mit Gabes Tod umzugehen, Gabe wäre. Was ist das? Ein Dokument von Typhon. Falls ich unterschreibe, stimme ich zu, nicht zu klagen. Für eine Abfindungszahlung. Eine hohe. Das ist suspekt. Die sind ja so krass drauf. Warum sollten sie dir Geld anbieten, wenn sie nichts getan haben? Sie wollen damit ihren guten Willen beweisen. Aber du hast recht. Sie sind schuld an seinem Tod. Und damit werden sie vom Haken. Wirst du es unterschreiben? Ich weiß nicht. Ich versuche zuerst an Ethan zu denken, aber... Das wäre der falsche Weg. Was würdest du tun? Würde ich Gabe damit verraten? Ich werde es abgebrüht anlehnen, weil ich gerne... Du solltest das nicht unterschreiben. Genau. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist hart. Aber du kannst dich nicht von Typhon kaufen lassen. Gabe hat den Anruf getätigt. Ich werde es beweisen. Ich brauche... Ich will Typhon kaufen lassen, weil dass sie dich kaufen wollen, sie schon sagt, zeigt, danke, dass sie was zu verbergen haben. Du ehrlich bist. Und wenn das war jetzt rauskommt, haben wir vielleicht noch mehr Dreck, den sie am Stecken haben. Wenn sie bereit sind, Charlotte für ihr Schweigen zu bezahlen, dann hab sicher, weil sie etwas zu verbergen haben. Deswegen. Ich freue mich, dass du vorbeigekommen bist. Sieh dich ruhig um, wenn du magst. Deswegen würde ich auch sagen, wenn wir das aufdecken, was Geld passiert, es können vielleicht noch mehr Dreck raus, den sie am Stecken haben. Die scheinen wirklich sich um Menschen nicht zu scheren und für ihren Erfolg alles zu tun. Ich bin immer da für dich, falls du was brauchst. Danke. Gleichfalls. Ich verstehe, warum Gabe sie so sehr geliebt hat. Natürlich hat sie recht. Aber ich könnte das Geld gebrauchen. Wir dürfen nicht nachgeben. Ja. Egal, wie schwer es ist. Ich werde schon noch rausfinden, warum er lügt. Wir konfrontieren ihn nachher gleich. Glaspfeifen sind so cool. Das sind nicht nur Kunstwerke, sondern machen dich auch high. Kostet vermutlich mehr als mein Busticket. Das Ticket ist wahrscheinlich nicht das teuerste hier war. Meine Drogen nehme ich nur aus gläsernen Kunstwerken. So reich wäre ich gerne auch mal. Du kriegst wahrscheinlich auch so eine, aber muss nicht heiß sein. Und er hat das alles mit einer rostigen Säge und einer Flasche Gin geschafft. Beeindruckend. Das Qualfestersanatorium wurde 1919 gebaut und bis zur Erschließung 1920 erfolgreich geführt. Unter Leitung von Dr. Martin Kellogg war 5-fach Grippe und Tuberkulosis-Patienten behandelt und geheilt. Aber wir hatten die wahrscheinlich damals nicht, deswegen sagt sie das, ne?
Das könnte ich so krass anmalen. Aber ich will Bergwanderer, Darstellung von Charlotte Harmon. Bitte gesenden Sie sich zu uns am Samstag, den 3. März um 20.30 Uhr in der Paradox-Galerie aus dem gesammelten Werke. Erfrischungen werden bereitgestellt. Solche Rabatte liebe ich. 30% Rabatte auf Einkäufe an Ihrem Geburtstag. Ausweis muss vorgezeigt werden. 15% Rabatt auf Essbares, wenn Sie teilen. 20-10% auf alle Produkte, wenn Sie beim Zahlen ein Gedicht zitieren. Etwas teuer. Aber kann man den Traum eines Kindes wirklich mit Geld aufwiegen? Ethan Harmons verkauft $1,000. Gabe war hier. Gabe. Gott. Zieh dir was an. Mary Jane Magazine, neuer Trick fürs Amber und Würmel mit der Knospen. Hi und Talken, wenn du feststellst, ob du weißt, gesättigt des Glas kaufst. Bleib dir herzlich welchem Körper. Welche IC-Rate ist richtig für dich? Sieh dir die Kaufempfehlung an. Vielleicht IC was an? Wahrscheinlich wegen der Zeitung, die da unterliegt, die man nicht mehr sieht. Krass, dass Charlotte die ganze Zeit die Apotheke geführt hat. Ich konnte nicht mal die Wohnung verlassen. Hallo all zusammen, wie ihr vielleicht schon gehört habt, ist jemand, der mir sehr nahe stand, vor kurzem gestorben. Die letzten Teile waren sehr schwierig wie ich und mich, nur unser Bestes durchzuhalten. So viele von euch haben sich mit freundlichen Worten gemeldet und es sollten uns sehr viel. War ich nicht genug für eure Unterstützung danken. Ich werde versuchen, den Laden jeden Nachmittag für ein paar Stunden zu öffnen. Nächsten Woche wird alles sehr sporadisch sein. Ich entschuldige mich für Ihre Unannehmlichkeit und bedanke mich voraus für eure Geduld. Freundlich, Knospen, Werte aus Nachbarschaft, Charlotte. Seit wann braucht man einen Doktortitel, um Gras zu rauchen? Blaue Euphorie, eine starke Stativia-Sorte, welche Tee anricht. Stairway to Heaven, ein wohliges, sanftes High, mit Snacks rauchen. Indica, volltreffliches Violett, eine entspannte Indica-Sorte, den ganzen Körper und Geist entspannt. Sandmann, eine starke CBD-Sorte, die Körper wie Geist entspannt. Hybride, Eva, ein Hybrid mit starken Sativia-Einfluss, der ein Gleichgewicht aus Konzentration und Wonne wiederherstellt. Und intergalaktische Schwingung, ein Hybrid mit starkem Indica-Einfluss, der Euphorie und Entspannung kombiniert. Stairway to Haven? Gabe's Idee, ob du es glaubst oder nicht. Oh, das glaube ich. Geht echt gruselig aus ein bisschen. Du musst im Charlotte lachen. Es ist ein Semi. Manche Karibikvölker glauben, darin wohnen die Geister der Götter. Aber mir gefällt einfach nur der Look. Er ist echt. Und wie sie ihn versucht hat zu imitieren. Sowas gibt's in Portland auf jeden Fall nicht. Ich liebe Charlottes Stil. Sie haben. Cooles Logo. Ich wette, dass Charlotte selbst designt. Wahrscheinlich künstlerisch talentiert, wie sie ist. Sie auch mal irgendwas wieder hinter Tresen, das wird man vielleicht übersehen kann. Nee, ne? Sieht so aus. Hätte ihr irgendwelche geheimen Botschaften hinter dem Tresen versteckt. Ja. Charlottes Hingabe für ihre Kunst ist so inspirierend. Das hier? Gibt's an kalten Tagen was Entspannteres als eine Tasse Gras? Wieso ganz leise Frage? Eine Tasse Gras? Diese schicken Apotheken verdrängen all diese weirden Typen namens Tobi aus dem Geschäft. Nach allem, was passiert ist, könnte ich davon echt was vertragen. Mann, die kicken hoffentlich gleich rein. Ich schlafe gerade nie länger als 3 Stunden. Profi-Tipp? Schlaflosigkeit kommt selten aus dem Nichts und THC als Behandlung funktioniert viel besser, wenn du dich um die zugrunde liegenden Probleme kümmerst. Hast du eine Ahnung, was dich aufwühlt? Interessant. Was steht hier an der Wand? Aha. Und welcher Teil des Gehirns ist nochmal für die irre Leute verantwortlich? Nee, ich glaube, dafür gibt es gar keine allerdings. So, wir haben mit Charlotte geredet, wie wir sollten. Wir haben uns, glaube ich, ja alles angeguckt. Also können wir weitergehen, ne? Ja.
Würde ich sagen, wir gehen weiter. Das war auch so ein naiven Dialog, den wir falsch halten, nachdem wir nachgeguckt hatten. Das waren immer unter dem Unterstrichen. Das sind diese Dialoge, die man freischaltet. Genauso wie wir auch mit Wiley darüber reden können, dass sie komisch verhält, nachdem wir gemerkt haben, halt gefühlt haben, dass sie denkt, dass er echt komisch verhält. Ich sollte im Blumenladen mit Mac reden. So schön, weil sie sich nur 2 Zentimeter bewegt hat in der ganzen Zeit, die wir weg waren. Aber trotzdem will ich nochmal zu ihnen hingucken, weil es ist schon sehr auffällig, dass sie gezeigt wird, dass sie mit denen geredet hat. Erzähl mir einfach mal, ob sie... Mann, diese Nachtschichten machen einen echt fertig. Ja, mein Schlafrhythmus ist voll im Arsch. Kaffee am Morgen, Whisky vorm Schlafengehen. Klappt wunderbar. Kein Wort über den Unfall? Woher hätte ich das wissen sollen? Scheiße, jetzt bin ich bei Diane unten durch. Danke, Diane. Sie es aber wirklich wegen dir sagt, ich bin mir da unsicher. Die eine ist nämlich irgendwie schon sass. Sehr weit verteilt. Alle bei Typhon sind ja sass, besonders weil sie nicht gerade weit unten arbeitet. Es ist ja nicht deine Schuld. Ich habe mich einfach nur darauf gefreut, den Teller Peak zu besteigen. Die Wege bleiben wohl noch eine Weile geschlossen. Jemand ist ja, mein Bruder. In der Schlucht gestorben. Naja, wir versuchen es einfach nochmal, wenn ich mit Mom und Dad am 4. Juli komme. Ja, machen wir. Warum werden wegen eines Unfalls alle Wege gesperrt? Dieser Urlaub ist ein Reinfall. Ja, wir alle haben hier zu kämpfen. Das geht doch so nicht. Die sperren einfach. Steph wollte, dass ich im Plattenladen vorbeischaue, wenn ich Zeit habe. Und das denkst du, was ich jetzt tue? Ich komme mich hier nur um, höre mir Dialoge an und dann gehen wir auch gleich in den Plattenladen.